Herzlich willkommen. In diesem Physikvideo geht es um die Selbstinduktion einer Spule. Hier haben wir einen Stromkreis aufgebaut. Wir haben zwei Lampen parallel geschaltet. In der einen hängt noch in Reihe eine Spule mit drin. Die hat eine sehr hohe Induktivität, 500 Henry, hat einen ohmischen Widerstand von 280 Ohm. Diesen Widerstand haben wir oben auch nochmal eingebaut. Ich regle das nochmal kurz, dass der wirklich genau gleich ist und beide Lampen jetzt genau gleiche leuchten. Und jetzt schalte ich ab. Wenn ich jetzt gleich anschalte, achten Sie genau auf beide Lampen. Gut. So, haben Sie genau hingeschaut? Achten Sie nochmal genau drauf. Beide Lampen gehen nicht gleichzeitig an. Die untere ist etwas später. Achtung. Wie funktioniert das? Also, wenn der Strom hier durch den unteren Zweig fließt, fließt er auch durch die Spule. Dadurch entsteht ein B-Feld und es nimmt immer mehr zu. Diese Zunahme des B-Feldes bemerkt die Spule und es entsteht eine Induktionsspannung, die der Spannung, die anliegt, von außen entgegengerichtet ist. Dadurch wird der Strom, der durchfließt, gehemmt und die Lampe kann erst später leuchten. Ja, vielen Dank, Michael. Das ist das Experiment, das klassische Experiment zur Selbstinduktion einer Spule. Und ich möchte jetzt mit Ihnen auch einmal kurz in die Theorie schauen. Die induzierte Spannung einer Spule ist ja minus N multipliziert mit der Änderung des magnetischen Flusses. Und dieser magnetische Fluss hängt eben von der Zeit T ab. Das ist die Windungszahl der großen Spule, die ist über 10.000. Und das Minuszeichen kommt aus der Lenzschen Regel. Michael hatte das gerade angesprochen. Die induzierte Spannung sorgt immer für ein Magnetfeld, was der Ursache entgegenwirkt. Deswegen steht da das Minuszeichen. So, wenn wir jetzt diese Ableitung nicht hier mathematisch ausführen, sondern uns nur die beiden Spezialfälle anschauen, dann haben wir entweder den Fall, dass wir eine Flächenänderung haben, also die von den Magnetfeldlinien durchsetzte Fläche ändert sich, oder wir haben eine Änderung der magnetischen Flussdichte. Die anderen beiden Größen sind in dem jeweiligen Fall immer konstant. So, welchen müssen wir jetzt hier betrachten? Die Fläche der Spule ändert sich nicht. Das heißt, wir können den ersten Fall streichen. Ja, das folgt nicht, sondern wir betrachten die induzierte Spannung aufgrund der Änderung des Magnetfeldes. Ja, und wenn wir das jetzt hinschreiben, daraus folgt, dass die induzierte Spannung der Spule minus N, die Windungszahl der Spule, mal A. So, und jetzt kommt die Änderung dieses Magnetfeldes. Ja, und die Änderung dieses Magnetfeldes hängt natürlich mit der Stromänderung ab, weil, Michael hat es gerade erklärt, der Stromfluss durch diese Spule ja, für das Magnetfeld sorgt. Das heißt, wenn wir jetzt für das Magnetfeld einer langen Spule, ja, die magnetische Flussdichte einer langen zylindrischen Spule ist gleich μ0 mal μr, magnetische Feldkonstante, Permeativitätszahl, Windungszahl durch Länge, mal die Stromstärke. So, ist ja alles konstant bis auf die Stromstärke. Das heißt, hierfür können wir jetzt einsetzen μ0, μr, nochmal n, dann haben wir geteilt durch L, und eine Änderung der Stromstärke. Und Sie haben vielleicht das schon behandelt, dass die Stromstärke ja eine zeitabhängige Größe ist und in der Physik die Ableitungen nach der Zeit immer über einen Punkt dargestellt werden. Nicht über F' ja, oder I', das wäre die Ableitung nach dem Ort, sondern wir haben eine Punktableitung nach der Zeit. Ja, und jetzt sortieren wir das einfach ein bisschen rüber. Minus
n Quadrat μ 0 μ r Fläche durch die Länge mal i Punkt von t. Und diese Konstante hier bekommt nun einen neuen Namen und deswegen folgern wir daraus die sogenannte Selbstinduktion einer Spule, die also entsteht, wenn die Spule selber ein Magnetfeld erzeugt und dadurch selber ihrem eigenen Magnetfeld entgegenwirken möchte. Die können wir berechnen über minus L mal I Punkt von T. Und dieses L nennt man Induktivität einer Spule. Die Einheit der Induktivität ist Henry, steht dann drauf, zum Beispiel 500 H steht auf dieser Spule, das bedeutet 500 Henry. Ja, das ist das Maß für die Selbstinduktivität. Ja, zum Abschluss möchten wir Ihnen jetzt noch einmal den Verlauf der Stromstärke am Oszilloskop zeigen. Wie wir das also hier vermessen, das haben wir schon aufgebaut, und zwar das Oszilloskop mit dem Eingangssignal, aber wir messen es nicht direkt an der Schaltung, sondern wir haben noch einen Messverstärker dazwischen geschaltet. Das heißt, das Signal, die Stromstärke aus der Schaltung wird einmal hier über diesen Messverstärker geschickt und kommt dann bei uns am Oszilloskop an. Und wir wollen jetzt hier die Anschlusskabel an dieser Schaltung hier unten in diesem Zweig, wo sich ja die Spule befindet, dort die Stromstärke vermessen. Ja, dazu stecken wir erstmal die Kabel hier rein und dann bauen wir, um die Stromstärke zu messen, hier einen Messwiderstand von 10 Ohm ein, damit wir dann hier die Stromstärke messen können. In Wahrheit messen wir nur die Spannung über dem Widerstand, aber weil die Spannung Widerstand mal Stromstärke ist, kann man daraus dann die Stromstärke, also was für Strom dadurch fließt, berechnen. Alles klar, dann geht es hier los. Dem Oszilloskop kann man sagen, dass wir eine Stromstärke messen. Selber technisch kann ein Oszilloskop immer nur Spannungen messen. Wir haben das eingestellt. Sie sehen oben links an dem gelben Kanal an der Nummer 1, dort ist schon eine Stromstärke eingestellt. Und wir haben auch dem Kanal gesagt, dass wir das über einen 10 Ohm Messwiderstand messen. Das heißt, er kann das direkt richtig berechnen. Ja, Single Shot, wir sind bereit, los geht's. Und auf. Ja, Sie können es sehr schön sehen, beim Einschalten, ja, ist der Strom eben nicht sofort da, sondern er kommt erst verzögert, ja, die volle Stromstärke kommt erst verzögert im zweiten Ast an. Und beim Ausschalten ist es genauso, die Stromstärke in der Spule sinkt. Dadurch verringert sich das Magnetfeld in der Spule. Die Spule merkt, dass sich das Magnetfeld verringert und erzeugt selber wieder eine Induktionsspannung, die dieses Absinken verhindern möchte. Und deswegen existiert noch eine Stromstärke in dem unteren Kreis, obwohl der Schalter schon geöffnet wurde. Das war das Experiment zur Selbstinduktion. Herzlichen Dank fürs Zusehen.